Es ist eine Szene, wie sie im russischen Fernsehen noch nicht zu sehen war. Marina Ossianikova, eine Mitarbeiterin des Staatsfernsehens, hält ein Schild in die Kamera mit der Aufschrift »Stopp den Krieg, glaubt der Propaganda nicht, hier werdet ihr belogen«. Das Programm wird unterbrochen. Die Mitarbeiterin hatte die Aktion zuvor im Internet angekündigt. Was momentan in der Ukraine passiert, ist ein Verbrechen und Russland ist der Aggressor. Die Verantwortung für diese Aggression liegt alleine bei einem Mann und dieser Mann heißt Wladimir Putin. Mein Vater ist Ukrainer, meine Mutter ist Russin, sie waren niemals Feinde. Inzwischen soll die Frau festgenommen worden sein. Währenddessen geht das Leiden in der Ukraine weiter. Diese Bilder sollen einen Stadtteil aus Kiew zeigen. Rettungskräfte und Bewohner inspizieren einen Wohnblock, der von russischer Artillerie getroffen worden sein soll.